Servus, hallo bei Echen TV. Ich bin der Andi, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge Ludo Simulator. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass wir mal uns eine Folge los angucken. Wir sind heute mal auf Sonnenburg V2 unterwegs. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich bin hier gerade am Hauptbahnhof. Wir fahren mit der Linie 3E Richtung Augustinerstraße Stadion. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid, dass ihr dabei seid. Wir haben hier so einen blauen Kopf und der Rest des Zuges ist weiß. Ich bin gespannt, wie sich der KD fährt, was sich verändert hat. Und wir können mal ein bisschen reingucken. Das Thema ist interessant. Okay. Ihr wisst ja, für Sandburg V2 ist mit der Performance, vor allem hier in der Innenstadt, wirklich sehr schwierig manchmal. Und ich hoffe, dass wir gut durchkommen und versuchen einfach das Bestmögliche. Genau. Okay, als erstes möchte ich mich entschuldigen, dass es so lange keine Lotus-Folge mehr gab. Es hat einfach zeitlich nicht hingehaut. Und der ein oder andere hat schon vielleicht festgestellt, dass ich, so U-Bahn-Simulator spielen vom Smartphone hochgeladen habe, einfach mal als Abwechslung und einfach als weil ich jetzt die Woche wirklich viele Termine habe und halt einfach sehr eingespannt bin. Also gedacht, wir probieren mal das ein oder andere Handy-Game aus. Genau. Nächste Haltestelle. Bahnpostamt. Genau. Ich finde hier diese Häuserbild komisch, dass hier die Textur teilweise auf der anderen Seite mehr ist. Ja. Und er lädt immer mal wie was nichts. Das ist echt so, ja. Also Sonnenburg ist manchmal echt ein bisschen schwierig, sag ich mal. Genau, wir sehen hier auch die. Ups, den Spiegel habe ich nicht eingestellt. Wir sehen hier die Haltestellen, die nächsten und die Meter. Genau, wenn wir schon einen Fahrplan hätten hier bei dieser Karte, aber haben wir noch nicht. Wenn man hier drauf geht, hat man hier zwar die Haltestellen, aber noch keinen Fahrplan hier, den man auswählen könnte. Genau. Gut. Ah, jetzt hat die Textur geladen, okay. Aber hier ist das ein bisschen Haus, das hat hinten Textur, aber vorne nicht. Ah, doch jetzt schon. Okay. Hat also ein bisschen Bock zum Laden. Okay, dann ist alles gut. Was mir sehr gut gefällt, sind diese neuen. Was mich irritiert, ist hier eine Ampel, die Haltestellen schildert. Das irritiert mich etwas. Was mir sehr gut gefällt, sind diese neuen Haltestellentafeln. Die gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Da waren davor andere, die hätte ausgetauscht. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Und da wir hier nicht so schnell fahren, das wissen wir ja. Und wir fahren jetzt auch nicht am frühen Morgen, wir fahren jetzt am 18:30 ungefähr, also Feierabendverkehr. Nächste Haltestelle. Stadtpark. Ich mag die Karte Sonnenburg, aber mit ihrer Performance und alles, das ist echt nervig, sag ich manchmal. Ja. Zack.
bin gespannt, ob wir heute schaffen, an unser Ziel zu kommen. Ich muss sagen, ich finde den KTVD echt ein nettes Fahrzeug. Aber es war ja eins der ersten Fahrzeuge, das ja für Lotus erschienen ist. Und ich bin dann bereits so oft mit dem Fahrzeug gefahren, dass ich es einfach keine Lust habe, mehr so oft zu mitfahren. Ich bin wirklich sehr, sehr oft mit diesem Fahrzeug gefahren. Nächste Haltestelle. Johanneskirche. Fleischmarkt. Ich glaube auch die Haltestellennamen sind teilweise anders geworden. Vom Gefühl her zumindest. Du willst einsteigen, du willst aufsteigen, okay. Ach, das schlimmt. Okay, wir haben hier auch die nächste Haltestelle. Und ich bin gespannt, wie gut wir das schaffen heute. Bin ich gespannt. Die FPS ist natürlich nicht so optimal, aber das wissen wir ja. Und ich glaube, dieser Kreisel hier war da schon immer. Also mir kommt das ziemlich neu vor, muss ich ehrlich sagen. Kann ich fahren richtig? Nächste Haltestelle. Neumarkt. Hauptpostamt. Und jetzt wird's lustig. Wohin wir müssen. Wo müssen wir abbiegen? Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab wie immer keine Ahnung. Okay, was fährt hier? Stopp. Das ist nervig. Jetzt haben wir ein bisschen hier lang. Okay, das heißt, ich vermute, dass wir wo ist der Hauptmarkt? Ja, ich glaube, hier ist immer, okay? Ja, hier ist immer. Dass wir nach rechts müssen. Vermute ich ganz stark. Rechts und dann geradeaus, glaube ich, so geht's. Haltestelle. Landgericht. Hier bitte umsteigen zur Buslinie C nach Waldhausen. Ich müsste aber richtig sein. Ich glaube schon.
Ups. Okay, ja, der hat die Stelle nicht nachgeladen. Okay, super. Jetzt sind wir wieder. Ach ja. Es ist da. Genau, ist richtig. Nächste Haltestelle. Bayernstraße. Ich hoffe, es ist nur richtig. Keine Ahnung. Ist das hier neu, die Brücke? Und das... Oder war das schon? Landgericht. Mist. Wir sind falsch. Wir sind falsch. Wir hätten abbiegen müssen. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesehen habe hier. Okay. Ich weiß nicht, was ich mache mit dem Rückfahrtpult, aber... Okay, super. Die nächste Haltestelle ist Bayernstraße. Ups, wo bin ich jetzt gelandet? Hilfe! Was ist mehr?
Das Nervige, muss ich ehrlich sagen, ist, das nervt mich hier im Spiel, dass man hier einfach nicht da ist, wo man landen soll. Deswegen wäre mir das immer cool, wenn man vorspult, ist man trotzdem das nächste Mal beim richtigen Platz wieder. Also ich habe sogar keine Ahnung, wo wir sind. Das ist schon mal, also wir sind hier irgendwo. Ist hier eine Tramstrecke? Hier nicht. Aber hier, oder? Nee. Wo sind wir hier? Ah, hier sind wir. Okay. Ja, das macht es auch falsch. Hä? Ich bist du hin? Ach ja. Wir hätten wahrscheinlich zum Waldhaus müssen, ne? Ich weiß es nicht. Aber hier sind wir falsch. Das weiß ich. Genau. Doch, Landgericht. Scheiße. Wir müssen noch Landgericht. Nürnberg Landgericht. Ach, scheiße. Wir hätten doch noch Neumarkt müssen. Wir waren richtig, Leute. Warum macht der Junge hier keine Hilfsspeile hier? Das verstehe ich nicht. Haltestelle Neumarkt Hauptpostamt. Oh mein, so Leute. Jetzt machen wir richtig. Ach Leute. Nächste Haltestelle. Landgericht. Hier bitte umsteigen zur Buslinie 10 nach Waldhausen. Ibis war viel zu schnell einfach und deswegen waren wir einfach falsch. Was ist los?
So, ja, super. Jetzt sind wir natürlich, wir sind jetzt hier über die Brücke gefahren, oder? Ja, genau, wir sind jetzt hier über die Brücke gefahren und sind jetzt hier. Hören wir jetzt nochmal den. Ich vertraue jetzt einfach mal den. Gerät hier. Den Weichen hier. Wenn nicht, müssen wir halt unten umstellen. Nächste Haltestelle. Bayernstraße. Ja, aber ich bin in Bayernstraße irgendwo in der Zugstraße. Mitten abbiegen müssen. Wir hätten abbiegen ein bisschen, Leute. Gott sei Dank ist nicht weit. Die Map ist wirklich groß und wenn man keine Ahnung hat, ist es echt schwierig. Sich hier zurechtzufinden. Gut, dann gehen wir mal auf unsere Arm mit der Tür auf. Gehen wir mal auf unsere Hand. Ein Schild ist immer noch an. Landgericht, hier sind wir. Gut, dann umstellen, weiche umstellen und Türen schließen, bisschen vorgucken. Ja, nervig einfach. Einfach nervig, wenn das. Wenn man hier nicht so die Information hat, die man bräuchte. Ja, wenn hier wenigstens ein paar Hilfsteile wären, rechts, links, geradeaus, sonst was, es wäre halt viel einfacher. Ich bin gespannt, ob wir nächste Haltestelle Bayernstraße. Ob wir das jetzt richtig schaffen, Leute. Ich bin gespannt. Ich glaube schon, aber sorry, Leute, für die ganzen Irrfahrten. Aber Malte Bio hat doch mal Hilfsfälle gemacht und den Workshop hochgeladen.
wenn es Sachen nicht vom Spiel gibt, hilfsfrei, so bietet man nicht einfach die vom Workshop. Ist hier eine Haltestelle? Ja. Und jetzt sind wir bei der Straße. Ich glaub's ja nicht, dass wir es geschafft haben, auf den richtigen Weg zu kommen. Sorry, Leute, für meine Zynisches. Aber. Das ist hier auch lustig geworden, muss ich sagen. Nächste Haltestelle. Uniklinik. Vorsicht beim Aussteigen. Man soll die Uniklinik hier sein, hä? Ja, sieht so krankenhausmäßig aus. Jetzt haben wir es bald geschafft, Leute. Ach, wir sind jetzt die 3E, oder zum Hauptbahnhof fährt und nicht die 3. Ob sie fahren, ist nicht genau zu durch. Macht nichts. Und dass die 3 normal nur ab dem Markt wird. Sehr interessant, muss ich sagen. Nächste Haltestelle. Freier Platz. Ich glaube, die bisschen mir zu schnell, oder? Gefühlt mäßig. Feuerschule. Also das E-Bus ist teilweise wirklich viel zu schnell. Sind aber erst an der. So. Sind gerade an der Feuerschule. So, jetzt stimmt's. Also das E-Bus macht man echt zu schnell mit der Weiterschaltung. Ich geh jetzt immer zur Freier Straße, wie der heißt. Ich glaube, es hat sich hier auch einiges so verändert, oder? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nächste Haltestelle. Borchert Schule. Nächste Haltestelle. Freier Platz. So. Thank you.
Nächste Haltestelle. Augustinerstraße. Hier bitte umsteigen zur Buslinie 10 nach Waldhausen Schulzentrum und Hauptbahnhof. Fahrtende. Bitte alles aussteigen. Kurz gespannt. Alles aussteigen bitte. Ah, er fährt jetzt direkt zum Hauptbahnhof geschildert. Okay. Okay, endet hier. Dann gucken wir mal, wo hier die Wendeschleife ist. Jetzt schauen wir uns das zusammen an. Da vorne. Wir fahren einfach mal als also mal hier hinstellen. Okay, der fährt eigentlich weiter nach Rheinhausen, aber das machen wir heute nicht. Oder, wisst ihr was, weil ihr seid? Gucken wir nochmal nach der Trennlinie 3.1. Gut, ändern wir nochmal das Ibis ab und fahren doch noch den restlichen Stück auch noch. Menü. Haben wir eine Linie 0 3 0 0, genau, also jetzt gerade irgendwas komisch, es ist da, ich hab einen Hof. Wenn ich 30, ich habe 3 eingegeben. 3, 1, okay. Genau. Und wir sind jetzt im Menü Anzeigenliste. Wir sind jetzt
Hier sind wir. Wisst ihr was? Die Zwischenzüge haben jetzt auch noch. Wahrscheinlich habe ich irgendwie verpennt, dass da irgendwie eine Schleife war. Kann alles sein. Ah, ein Feld sieht doch irgendwie hübsch aus, muss ich sagen. Und es ist jetzt hier so langsam dunkel wird. Die nächste Haltestelle. Waldhausen Friedhof. Aber ich finde die Karte schon hübsch, keine Frage. Nur mich nervt eigentlich fast zwei Sachen auf der Karte, ist die Performance. Und mich nervt sie auf der Karte, dass es keine Hilfspfeile gibt. Aber sonst mache ich die Karte echt ganz gerne. Schau doch mal hier die alten Häuschen an. Bei manchen brennt schon Licht. Boah, sieht auch aus, wie ich bin. Meine ich zumindest. Okay. Sieht schon so aus, wie ich es mit dem Licht bin. Ja. Nürnberg Südost, Hauptbahnhof Tiergarten, Hauptbahnhof Bayernstraße. Ah, hört sich gut an. Nürnberg, die Tram ist auch echt sehr angenehm, muss ich sagen, zu fahren. Genau, also wir haben jetzt heute ein bisschen komisch Schwert gehabt, aber es ist einfach dann, dass wir einfach die fehlen. Ach Gott, ich bin sie im. Die Haltestelle. Waldhausen-Waldsiedlung. Hier bitte umsteigen zur Buslinie C nach Waldhausen-Schulzentrum. Fahrtende. Bitte alles aussteigen. Es ist immer echt lustig, wie ich dann echt die Tastenkombination verwechselt zu Lotus oder zum Metro-Simulator. Es ist echt immer amüsant. So. Bin auch gespannt, wie sich das die Karte hier noch weiterentwickelt. Bin ich gespannt. Ich bin gespannt, wenn das Performance-Update von Lotus kommt, wie sehr sich das dann einfach verbessert. Was wir noch machen kurz, wo wir am Ende sind, gehen wir mal auf Menü. Gibt's noch nicht. Sonderanzeigen, haben wir hier schon Sonderanzeigen? Aber auch noch nicht. Okay, aber wir gehen mal in die Wendeschleife. Nicht Wendeschleife, sondern Abschnitt. Also hier sind zwei Einrichtungen, also natürlich komplett falsch, aber ist egal. Ich würde eigentlich gar nicht noch bis hierher fahren, das wisst ihr ja, aber manchmal ist es halt anders, wie es kommt. Gut, ihr Lieben. Ich hoffe, dass jetzt kein Fahrgast mit drin sitzt. Sonst hat er Pech gehabt. Ja. Pech gehabt.
Bleiben Sie dann, bis der Kollege kommt, der dann rückwärts fährt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier auf die Neutralstellung, machen hier den Stromabnehmer. Machen das hier, machen hier aus, machen hier aus. Mist, ich habe keinen Strom mehr. Das habe ich vergessen, dass ich erst die Tür 1 noch. Machen wir nochmal hoch. So. Okay, muss ich nochmal kurz das System anschmeißen. Na, komm schon. Na, komm schon. Hab ich was vergessen? Stromabnehmer ist da. Ist echt alles da? Licht ist da. Funktioniert ja nicht. Okay. Okay, dann probieren wir nochmal kurz. Okay, schade, funktioniert nicht, was ich vorhatte. Irgendwie sprengt er jetzt nicht nochmal an der Bazi. Irgendwas habe ich natürlich vergessen. Schade. Okay, ich wollte noch was spontan machen. Aber irgendwie mag mich das System heute irgendwie nicht. Der KT mag mich heute irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Macht nichts, dann lass mal so. Dann geh mal hier, habe ich einen Taster auf Abrüsten gehen. Und dann einmal hier dicht. Und hier dicht. Und schauen wir mal draußen. Das ist noch die Batterie, die funktioniert, weil der Stromabnehmer hat er nicht mehr. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl es ein bisschen chaotisch war. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Servus und ciao. Euer Andi und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao und bye.